Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, wir sind hier auf der Suche nach der Steintafel für, wie hieß der Dude nochmal? Franco. Und hinten im Sumpf habe die Befürchtung, da sehe ich schon wieder so ein Viech. So, und Blutfliegen auch noch. Okay, komm. Sorry, ich muss ein bisschen husten, hüsteln. So, warte, ich sehe den jetzt nicht. Ich höre den aber irgendwo. Da. Komm, ich mache die fertig. So, jetzt können wir Da einsammeln. ist nichts zu holen. Wo? Da ist die Blutfliege. Von dem anderen Viech können wir ja nichts klauen, also nichts mitnehmen. Sind das Sumpfratten da hinten oder? Das sind Sumpfratten. Komm. Ja, nice. Nichts zu holen. So. Muss eben die Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Da ist das nächste. Wo ist denn der nächste? Ich höre den. Nice. Erstmal alle gelootet. Was höre ich denn da? Was höre ich hier wo? Ich will es wissen. Aber ich glaube, in der Hütte müssen wir suchen. Da ist nichts zu holen. Ich höre hier, glaube ich, irgendwo immer noch was. Boah, ich sehe echt schlecht gerade, weil es so dunkel ist. Da. Und da ist der nächste. Komm, komm her. Ich finde schade, dass gerade keine Musik zu hören ist. Kommen wir an den ran? Ach so, der steckt da fest. Ich habe mich schon gewundert. So, jetzt eben noch schnell was futtern. Oder, komm, wir haben Heiltränke gekauft, jede Menge. Gönnen uns die lieber. Hier. Da ist nichts zu holen. Gibt's hier noch was? Noch ein Trank? Lederbeutel? Okay, was höre ich hier? Also abgesehen von Goblins. Der will mich doch verarschen. Noch einer? Da hinten, okay. Jetzt kommt er. So, das Fleisch Da gönnen ist wir nichts zu uns. holen. Da ist nichts zu holen. So, Trank. Sturmknecht.
Sturmknecht. Zweihandtalent Malus. Okay, scheint jetzt die stärkste Waffe zu sein, die ich habe. Wir haben es auch 20.03 Uhr, das ist kein Wunder, dass ich irgendwie nichts mehr sehe. Jo. Erwischt. Nichts zu plündern. So, da oben haben wir die Fliege. Jo. Ist mir zu viel. Ist mir zu viel gerade. Autsch. Alter. Der doch. Alter, okay. Das war doch ein bisschen zu viel gerade. So, gönnen wir uns ein paar Heiltränke. Nichts zu holen. Und ich speichere einmal hier hin. Aber wo ist denn die Musik? Ups. Ich muss wirklich erstmal auf einen anderen Bildschirm gucken. Okay, und jetzt können wir. So, und hier haben wir. Da ist nichts zu holen. Beiden Bäre nehmen wir mit. Den Varan looten wir auch nochmal. Da oben haben wir auch nochmal eine Hütte. Jetzt sehe ich hier wieder ein bisschen besser. Und da vorne haben wir wieder Varane. Nichts zu holen. Okay, nice. Haben wir doch geschafft. Unkraut? Buddlerfleisch? Ich höre hier wieder was rumlaufen. Da. Komm. Okay, nice. Haben wir geschafft. So, jetzt brauche ich wieder Heiltränke. Komm, ich gönne mir vollständige Regeneration. Den behalten wir mal. Und nehmen erstmal nur die. So, wie viel brauche ich eigentlich für die nächste Stufe jetzt noch? Auch noch ein bisschen. Ja, ich finde es gerade mit der Musik schade. Ah. So, auf die drei. So. Steinwächter. Yo! Geh kaputt! Gut, dass wir gerade gespeichert haben. Auf der drei. Ja, okay.
Alter! Wie stark ist denn der? Einen kriegen wir hin. Den anderen irgendwie nicht. Muss ich vielleicht erstmal wieder rausrennen? Jo. Guck weg, guck weg. Renn woanders. Bleibt der hinter mir? Der bleibt hinter mir. Ich sehe gerade gar nichts, wo ich hinrenne. So, gönne ich mir noch. Komm, ich gönne mir die. Und den anderen können wir jetzt auch noch erledigen. Okay. Der ist jetzt aber gedespawnt, der eine. Schade. Nichts zu plündern. Ist die Frage, was gibt's denn drinne? Noch ein Steinwächter. Speichern wir hier mal auf die 4. Ich höre da ein paar mehr. Wie lange bleibt er hinter mir? Okay, der ist wieder drinne. Jo, mach den kaputt! Okay, nochmal ein paar Heiltränke. Ich finde mit den Steinwächtern schon ein bisschen heftig hier. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Gibt es hier noch mehr Steinwächter? Ja, da kommt schon der nächste. Schlüssel eines Steinwächters. Okay, mehr gibt es hier nicht in der Ecke. Speicher einmal. Nochmal jetzt auf die 5. Spruchrolle. Noch eine Spruchrolle. Benutzt vielleicht mal lieber eine Fackel. Wo haben wir sie? Da. Damit ich ein bisschen mehr sehe. Ein Ring. Noch ein Trank. Warte mal, bevor ich wieder drauf gehen sollte, gönnen wir uns noch ein paar Heiltränke. Nichts zu holen. Was habe ich da eingesammelt? Knochen? Interessant, dass hier die ganze Tränke sind. Ein Lederbeutel.
Gibt es hier irgendwo eine Tür? Oder wofür habe ich jetzt einen Schlüssel eingesammelt? Knochen eines Skeletts. Also ich erkenne hier keine Tür. Und mir ist es auch gerade ein bisschen zu dunkel. Ich müsste eigentlich irgendwo hingehen, wo ich mal pennen könnte. Also ich würde das schon gerne irgendwo pennen können. Also, einen Moment, ich sehe da gerade was, was ich eben kurz machen muss. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Meine Facecam, die war nicht ganz richtig ausgerichtet, sagen wir mal so. Da war so eine Ecke irgendwie noch zu sehen. So vom Hintergrund, wo der Greenscreen irgendwie nicht richtig positioniert war. Wüsste jetzt aber gerne, wo ich jetzt hin muss. Hier die Steintafel. So, okay, wer ist hier wo? Okay, hier ist noch einer. Da. Eine Erfahrung sammeln wir auf jeden Fall gut. Wie viel brauchen wir noch? Immer noch mehr als genug. So, noch ein paar Heiltränke. Und komm, wir gönnen uns mal zwei Fleisch noch dazu. Heilwurzeln, die nehmen wir auch mal mit. Ja, jetzt. Heilkraut. Da. Bolzen. Krank. Noch mehr Bolzen. Wer ist nicht draufgegangen? Sieht man den Toten? Hier haben wir eine Truhe. Nehmen wir alles mit. Noch ein Bolzen. Okay, wer ist denn hier drauf gegangen? Wo genau bin ich jetzt eigentlich? Hier ist irgendwo ein Schatz vergraben. Hier. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Honigtabak? Alte Steintafel, Amulett. Was für eine alte Steintafel haben wir jetzt? Ich hoffe, die können wir lesen. Steintafel des Zweihandkampfes. Nice. Und hinten in der Ecke haben wir auch noch vergessen, hier zu buddeln. Gehen wir nochmal zurück in die Richtung. Ich hoffe, ich finde das Kreuz. Im Dunkeln. Sumpfgrasdrohne. Feuerwurzel. Genau, hier. Hier ist irgendwo ein X versteckt. Frage ist nur, wo?
okay. Ist wahrscheinlich hier, wo die Warane waren. Hier muss was vergraben sein. Ah, hier haben wir gefunden. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. So, Trank, Spruchrolle. Eine Waldbeere. Noch ein Dunkelpilz. So, wo haben wir noch vergessen? Nur noch die zwei da im Norden. Und der eine da in der Mitte von dem Sumpfgebiet. Ich glaube, hier runterspringen würde ich lieber nicht tun. Gut, gehen wir mal weiter. Ich weiß vor allem nicht, wo ich hin muss eigentlich. Welches Haus meinte der Dude? Hier. Und noch eine Heilwurzel. Da ist ja eine Leiter. Wofür die denn hin? Noch eine Leiter? Okay, jetzt bin ich neugierig. Wo kommen wir hier hin? Jetzt ernsthaft? Wo geht's hier hin? Ah. Ich würde gern sehen, wo ich hinlaufe. X gefunden. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Noch eine alte Steintafel. Perfekt. Ein Ring. Keine Ahnung, was das ist. Gibt es hier eine Möglichkeit zu pennen? Ah, perfekt. So, nehmen wir alles mit. Morgenstern, nice. Noch eine Spruchrolle. Was ist denn das eigentlich für ein Seil? Kann ich dem hoch? War hier nicht noch ein? Ich glaube, ich kann den nicht hoch. So, wo war jetzt die Leiter? Gehen wir wieder runter. Ich traue mich kaum. Aber interessant, wo wir hier gelandet waren.
Und Kraut nehmen wir auch mal mit. Ich wünschte, ich könnte mal was sehen. Trank? Feldknöterich? Womit denn? Würde ich gerne wissen. So, noch mehr einsammeln. Ich würde gerne wissen, wofür diese Sockel da gut sind. Also, beziehungsweise was ich dafür brauche. Denn ich gehe schon von aus, dass das Teleportsteine sind. Die dann uns auch immer wieder zum Dings hier führen. Ach, hier sind wir wieder. Ja, moin. Edgar. Bitte ist da drinnen irgendwie ein Bett. Kein Bett. Ja, muss ich eben irgendwie einen Weg finden, dass ich irgendwie schlafen kann, dass es wieder hell ist. Und guck mal, es ist 1 Uhr. Und wir laufen hier die ganze Zeit durchs Dunkel herum. Wir hatten aber noch eine Steintafel gefunden, kann das sein? So eine Steintafel, glaube ich. Wir haben einfach wieder 5 Stück davon, für Vatras. So. Sancho. Ich guck mal, ob da vorne irgendwie eine Möglichkeit gibt zum Pennen. Muss es doch eine Möglichkeit geben. Hey! Hier, Franco? Wie sieht's aus mit Gold? Wie sieht's aus mit Gold? Was? Kriege ich auch was für meine Arbeit hier im Sumpf? Du willst Gold. Klar, wie viel willst du? 50 Goldbrocken, 100? Ich gebe dir so viel Gold, wie du tragen kannst. Was glaubst du, wer du bist? Willst du mich verarschen? Jetzt schieb ab und tu was! Sonst gibt's nicht mal einen Goldkrümel für dich! Okay, ich kann ihn aber auch noch nicht anquatschen wegen einer Steintafel. Habe ich wahrscheinlich die falsche. Wichtiger Hinweis. Hey Leute, das Zeug in den Truhen ist für Notfälle gedacht. Und es ist für alle da. Also nehmt euch nur was, falls ihr was davon braucht. Und nehmt nur so viel ihr braucht. Wenn sich alle daran halten, dann klappt es auch. Fletcher. Fletcher kennen wir noch. Okay, ich darf mich hier also dran bedienen. Ist schon mal gut. Fellknöterich haben wir endlich wieder. Die darf ich nicht fressen. Die sind wichtig. Und ich war so doof und hab die alle gefressen, ey. Das war... Naja, ne? Miguel? Lass uns handeln. Also, der hat nichts, was ich brauche. Stimmt, mit dem hatten wir ja schon gehandelt. Wir haben aber wieder, Fleisch. So, wie viel haben wir wieder? 62. Immerhin, wir sind da gut im 60er Bereich. Sumpfkraut. Ich mag, dass das hier so viel Sumpfkraut ist. Kann man hier auch lernen, wie man die Stängel selber dreht? Womit denn? Okay, ich habe nichts dafür.
Bett! Ja! Bis zum nächsten Morgen. Na super, jetzt muss auch noch regnen. Aber wir können die Fackel wieder absetzen. So. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal hier weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.